Wie genau kannst du dich als Musikerin oder Musiker bei der GEMA anmelden und lohnt sich das eigentlich schon für dich? Das schauen wir uns in diesem Video an. Also viel Spaß! Hi, ich bin Yannick von Artistent. Wir helfen MusikerInnen dabei, sich auf eigene Faust eine nachhaltige Karriere aufzubauen und mit ihrer Musik die Welt zu verändern. Deshalb findest du auf unserem Kanal Videos zu sämtlichen dafür relevanten Themen, viele praktische Tipps und echtes Insiderwissen. Und es wird jede Woche auch noch mehr. Also, falls du es noch nicht getan hast, dann klick unbedingt unten auf Abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Jetzt aber ab zum heutigen Thema. Die GEMA ist mit eines der Themen, über die ich persönlich am meisten Fragen bekomme. Letztens kam dann von einem Künstler die Frage, wie man sich dort eigentlich anmelden kann, ob es hier irgendwas zu beachten gibt und ob sich das Ganze für ihn schon lohnt. Deshalb dachte ich mir, ich mache heute einfach mal ein Video zu diesem Thema und zeige dir genau, wie das geht. Keine Sorge, die Anmeldung ist wirklich nicht schwierig, aber ich zeige es dir heute einfach mal und erkläre dir alles dazu. Zu GEMA an sich habe ich auf diesem Kanal schon ein paar Videos, aber heute würde ich einfach nochmal kurz die wichtigsten Punkte zusammenfassen, dass du quasi ein umfassendes Bild hast. Falls du dich mit diesem Thema schon super auskennst und einfach nur die Anmeldung sehen willst, dann findest du unter dem Video Kapitelmarker. Damit kannst du einfach zu dem Bereich springen, der dich am meisten interessiert. Für alle anderen aber, wie gesagt, jetzt nochmal kurz die Zusammenfassung der wichtigsten Punkte. Angefangen vielleicht mal damit, was die GEMA eigentlich genau macht und wer Mitglied werden kann. Die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte, kurz GEMA, ist eine weltweit agierende Verwertungsgesellschaft für Musik. Die GEMA vertritt Rechteinhaber von Urheberrechten, also einerseits Komponisten und Texter und andererseits Musikverlage. Du kannst hier also Mitglied werden, wenn du deine eigene Musik komponierst und oder eigene Texte schreibst. Und wichtig zu wissen, hier geht es wirklich nur um das Songwriting bzw. die Werke an sich. Es ist erstmal völlig egal, ob du deine Songs selbst auch aufnimmst oder sie an andere Artists weitergibst. Die Aufnahmen sind dann nämlich nochmal ein ganz anderes Thema und beziehen sich auf die GVL. Das ist genau wie die GEMA auch eine Verwertungsgesellschaft, aber betreut eben nicht die Urheberrechte, sondern die Leistungsschutzrechte. Also wie gesagt, es geht hier wirklich nur um Musik und Text an sich, egal wer das Ganze dann performt, aufnimmt etc. Wenn du also deine eigene Musik komponierst, Beats produzierst und oder Texte schreibst, kannst du GEMA-Mitglied werden. Ach, und vielleicht zwei wichtige Hinweise noch, weil ich auch danach oft gefragt werde. Erstens, als Band kann man kein GEMA-Mitglied werden, sondern wirklich nur die einzelnen Urheber. Wenn du also zum Beispiel in einer Band mit 4 Personen spielst, die alle an den Songs mitschreiben, dann müssen alle 4 von euch auch Mitglied bei der GEMA werden. Und zweitens, die GEMA schützt nicht deine Urheberrechte. Die GEMA vertritt dich hier lediglich und treibt das dir zustehende Geld ein. Du musst also auf keinen Fall der GEMA beitreten, nur um deine Songs schützen zu lassen. Das regelt in Deutschland das Urheberrecht ganz automatisch und du bekommst die Urheberrechte ab der Schöpfung deines Werkes. Wenn du also einen Song geschrieben hast, beziehungsweise nur Musik oder Text, je nachdem wie du unterwegs bist, dann musst du das nicht irgendwo anmelden oder sowas. Zumindest in Deutschland nicht. Da kursieren ja teilweise ganz wilde Gerüchte. Hierfür ist eine GEMA-Mitgliedschaft also nicht nötig. Die GEMA vertritt hier lediglich die Urheberinnen oder Urheber. Für die über 85.000 Mitglieder erledigt die GEMA dann einige wichtige Aufgaben. Das Wichtigste ist definitiv, dass sie dich und deine Urheberrechte international vertritt und das dir zustehende Geld einsammelt. Wenn dein Song also zum Beispiel live gespielt wird, im Radio oder TV läuft, auf CD oder Vinyl gepresst oder gestreamt wird, dann sammelt die GEMA für dich Geld ein. Und das wie gesagt nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Die GEMA hat nämlich sogenannte Gegenseitigkeitsverträge mit zahlreichen anderen internationalen Verwertungsgesellschaften. Wenn dein Song also zum Beispiel in den USA genutzt wird, dann sammelt die dortige ASCAP dein Geld ein, schickt es an die GEMA und die GEMA wiederum verrechnet es dann an dich weiter. Für ein ASCAP-Mitglied aus den USA macht die GEMA dann in Deutschland das gleiche, deswegen diese Gegenseitigkeitsverträge. So bist du also mit einer Mitgliedschaft quasi weltweit abgedeckt. Neben dem Inkasso, was wie gesagt eigentlich der wichtigste Punkt ist, bietet die GEMA den Mitgliedern noch weitere Vorteile an. Zum Beispiel finden jährlich über 100 Webinare für die Mitglieder statt, an denen du dann kostenlos teilnehmen kannst. Außerdem gibt es immer wieder Showcases für ausgewählte Artists, Vergünstigungen und einiges mehr. Aber wie gesagt, natürlich das Wichtigste ist das Inkasso. Für diese ganzen Services verlangt die GEMA natürlich auch einen Mitgliedsbeitrag. Dieser liegt für Urheberinnen und Urheber bei 50 Euro pro Jahr und am Anfang wird eine einmalige Aufnahmegebühr von 107,10 Euro fällig. Wie du dir diese Aufnahmegebühr vielleicht sparen kannst, das erkläre ich dir später noch, bleib also unbedingt dran.
Diese 50 Euro pro Jahr bekommst du aber wirklich ziemlich schnell wieder rein, wenn deine Werke natürlich entsprechend genutzt werden. Gerade wenn deine Musik live gespielt wird oder viel im Radio läuft, dann kann hier einiges an Geld generiert werden. Bei einem Live-Auftritt bekommst du zum Beispiel mindestens knapp 3 Euro pro Song und das auch wirklich in der absolut niedrigsten Kategorie. Die Luft nach oben ist hier dann natürlich nicht begrenzt. Wenn du also ein Konzert mit 20 eigenen Songs spielst, in irgendeinem Jugendzentrum vor 3 Zuschauern zum Beispiel, dann nimmst du hier schon mal mindestens 50 bis 60 Euro ein. Damit hast du ja dann deine Jahresgebühr auch schon wieder drin, zumindest wenn du alleiniger Urheber bist und das Geld nicht irgendwie mit anderen aufteilen musst. Wenn du also einige Gigs im Jahr hast, dein Song hier und da mal im Radio läuft und du kein GEMA-Mitglied bist, dann lässt du hier wirklich viel Geld liegen. Die Mitgliedschaft kann sich also schon relativ schnell lohnen. Trotzdem solltest du natürlich sicher gehen, dass du mindestens den Mitgliedsbeitrag wieder reinbekommst. Wenn du zum Beispiel 1000 Streams im Jahr hast und deine Musik anderweitig nicht genutzt wird, dann lohnt sich das aktuell mit Sicherheit nicht. Live und Radio sind definitiv die lukrativsten Sparten. Rein vom Streaming wird's wirklich schwierig, da muss schon einiges dabei rumkommen, dass du das Ganze refinanzieren kannst. Auf der GEMA-Website gibt's hierzu aber eine coole Funktion, mit der du schauen kannst, ob sich eine Mitgliedschaft für dich finanziell aktuell lohnt. Das zeige ich dir aber gleich bei der Anmeldung noch. Bevor wir aber dazu kommen, möchte ich natürlich auch noch kurz auf die Nachteile der GEMA eingehen, damit du ein umfassendes Bild hast. Es gibt nämlich 2 Nachteile, die ich dir auf jeden Fall nicht vorenthalten will, von denen einer in meinen Augen aber keine wirkliche Rolle spielt. Ein Nachteil ist, dass du als Urheber auch für deine Musik bezahlen musst. Wenn du also zum Beispiel mal eigene CDs herstellen lassen möchtest, dann brauchst du eine sogenannte Freistellung von der GEMA. Das ist quasi einfach ein Dokument von der GEMA, auf dem dann draufsteht, dass deine Songs auf CD gepresst werden dürfen und diese Freistellung brauchst du dann, dass das Presswerk deine CDs produzieren darf. Du musst also normalerweise ein bisschen was an die GEMA zahlen, damit du deine eigenen Songs auf deine eigenen CDs pressen lassen darfst. Das ist in der Regel plus minus 1 Euro, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Das hängt mit dem Endverkaufspreis zusammen. Aber davon bekommst du ja auch einen Großteil wieder zurück. Die GEMA hat meistens einen Kostensatz von plus minus 15%, die sie für sich einbehält und alles andere wird wieder ausgeschüttet. Das heißt, von 100 Euro, die du an die GEMA zahlen musst, bekommst du plus minus 85% meistens wieder zurück. Aber natürlich, wenn du 500 CDs pressen lässt, dann musst du erstmal 500 bis 750 Euro plus minus vorstrecken. Das ist definitiv blöd, aber wie gesagt, einen Großteil davon bekommst du ja dann auch wieder mit der nächsten Ausschüttung zurück. Streaming betrifft das hier übrigens nicht. Hier zahlen die Streaming-Anbieter nämlich die Gebühren. Diese Freistellung brauchst du also wirklich nur für physische Tonträger. Und auch bei deinen eigenen Konzerten, bei denen du Veranstalter bist und eben nicht jemand anderes, musst du auch GEMA-Gebühren zahlen. Davon bekommst du aber natürlich auch wieder einen Großteil oder sogar mehr Geld wieder zurück. Trotzdem sollte man das natürlich wissen, weil entsprechend vielleicht vorab ein paar Kosten auf dich zukommen können. Ein zweiter Nachteil, den ich immer wieder höre, ist, dass man als GEMA-Mitglied weniger Gigs bekommt. Es schwirrt immer wieder das Gerücht rum, dass einige Veranstalter keine GEMA-Mitglieder für Konzerte haben wollen, weil sie sich damit eben dann um die GEMA-Gebühren rumdrücken können. Das stimmt zum Teil auch, aber für mich ist das ehrlich gesagt überhaupt kein Argument. Musik sollte entlohnt werden und sich da irgendwie drum rumzuschleichen, finde ich einfach nicht gut. Und das betrifft auch wirklich nur ganz kleine Veranstalter, die sich hier herumdrücken wollen. Sobald du nicht mehr in den allerkleinsten Locations spielst und die Veranstalter wirklich seriös sind, ist das überhaupt kein Problem mehr. Diese zahlen dann nämlich sowieso ihre GEMA-Gebühren und finden es sogar eher komisch, wenn du kein GEMA-Mitglied bist. Da ist es wirklich gang und gäbe, dass du einfach deine Musikfolge bzw. Setlist einreichst und sie das Ganze an die GEMA weiterspielen. Hier würde ich mir also wirklich überhaupt keine Gedanken machen, einerseits, weil es einfach nicht cool ist, wenn man für Musik nicht bezahlen möchte und andererseits, weil du relativ schnell aus diesem Level herauswächst und dich das dann einfach nicht mehr betrifft. Trotzdem will ich das natürlich auch ansprechen, weil es gerade am Anfang schon mal vorkommen kann. So viel jetzt aber erstmal zu den wichtigsten Punkten in Bezug zur GEMA. Jetzt würde ich vorschlagen, wir hüpfen auf die GEMA-Seite und ich zeige dir, wie du dich anmelden kannst und auch, wie versprochen, wie du dir die Aufnahmegebühr vielleicht sparen kannst. So, wir befinden uns jetzt hier auf der GEMA-Seite, gema.de. Das gibst du einfach im Browser oben ein oder googelst nach GEMA, dann kommst du hier raus.
Wir schauen uns jetzt gemeinsam an, wie du dich bei der GEMA als Mitglied anmelden kannst. Und wie schon versprochen, zeige ich dir auch noch, wie du dir vielleicht die Anmeldegebühr sparen kannst. Dazu aber gleich mehr. Um dich jetzt erstmal zu informieren und zu überprüfen, ob sich die Mitgliedschaft für dich schon lohnt, klickst du hier bei Für Musik Urheber, das bist du ja als Musikerin, einfach auf diesen Button Anmelden und Informieren und dann landest du auf dieser Seite. Hier teilt sich das Ganze jetzt auf und zwar in Mitgliedschaft für Komponisten und Textdichter und Mitgliedschaft für Musikverleger. Dich betrifft natürlich hier der erste Part, demnach auch hier nochmal auf Informieren und Mitglied werden und dann landest du auf dieser Seite, wo du dich informieren kannst. Du bekommst hier, wie gesagt, einfach nochmal ein paar Grundinfos, was die GEMA für dich macht, was du davon hast, wie viel es kostet etc. Hier klicken wir jetzt dann gleich drauf, da siehst du nämlich schon mal eine Vorschau. Du hast hier nämlich die Möglichkeit, dann solche Regler einzustellen, wie viele Konzerte du im Jahr hast, wie viel du im Radio gespielt wirst, wie viele Streams etc. Und dann wird dir hier angezeigt, ob sich eine Mitgliedschaft auch finanziell für dich lohnt. Ich möchte aber jetzt ganz kurz mit dir noch ein bisschen runterscrollen und zwar zu diesem Punkt hier. Hier wird dir erstmal noch gesagt, wie viel die GEMA grundsätzlich kostet. Das habe ich dir ja gerade schon gesagt. Diese Aufnahmegebühr von 107,10 Euro, also 90 Euro netto und einem jährlichen Mitgliedsbeitrag von 50 Euro. Vielleicht kannst du dir aber wie gesagt auch diese 107,10 Euro, also die Aufnahmegebühr, sparen. Das siehst du nämlich hier drunter. Und zwar, ich lese hier einfach mal kurz vor. Als Urheberinnen und Urheber, die im Jahr des Antrags auf Mitgliedschaft 30 Jahre alt werden oder jünger sind und ihren Antrag bis zum 31. Oktober des laufenden Jahres einreichen, zahlen nur den Mitgliedsbeitrag von 50 Euro. Die einmalige Aufnahmegebühr von 107,10 Euro entfällt. Das heißt, wenn du dieses Video anschaust und die folgenden zwei Voraussetzungen erfüllst. Einmal, du wirst dieses Jahr maximal 30 Jahre alt und du beantragst deine Mitgliedschaft bis spätestens 31. Oktober. Dann kannst du dir aktuell diese Aufnahmegebühr sparen. Solltest du dieses Video irgendwann mal in der Zukunft anschauen. Keine Sorge, die GEMA hat solche Aktionen immer mal wieder. Schau einfach mal nach, ob es das gerade für dich gibt. Wäre natürlich cool, wenn nicht, ist es aber glaube ich auch nicht so schlimm. Aber wie gesagt, aktuell, für alle, die dieses Jahr maximal 30 Jahre alt werden und sich bis zum 31. Oktober anmelden, die sparen sich eben diese Aufnahmegebühr. Wirklich eine coole Sache, denn dann hast du nur noch diese 50 Euro pro Jahr und das hast du ja gerade gesehen, kommt relativ schnell wieder rein. Ob sich das jetzt aber für dich lohnt, kannst du dir anschauen, indem du, wie gesagt, hier oben in diesem Bereich lohnt sich eine Mitgliedschaft auf Prüfen und Antrag ausfüllen klickst. Dann kommst du nämlich auf diese Seite und wenn du hier jetzt ein bisschen runterscrollst, dann siehst du diese Regler. Ich ziehe jetzt mal alle einfach nach unten und dann siehst du schon, dass sich das oben dann verändert und zwar genau jetzt. Ihre Tantiemen werden leider niedriger als der Mitgliedsbeitrag. Jetzt kannst du hier quasi einstellen, zum Beispiel wie viele Live-Auftritte mit 20 eigenen Songs hast du pro Jahr. Wie viele Streams pro Jahr hast du über Spotify? Wie viele CDs oder Vinyl werden pro Jahr von dir gepresst? Wie viel Radiospielzeit in Minuten hast du? TV-Spielzeit etc. Du kannst dir hier jetzt einfach mal realistisch überlegen, was kommt bei dir im Jahr hier so zusammen? Das Ganze dort einstellen und dann wird dir hier angezeigt, ob es sich lohnt oder nicht. Ich habe ja gerade schon gesagt, bei den Live-Auftritten lohnt sich das schon relativ schnell. Wenn ich jetzt den Regler hochziehe, bei einem ihre Tantiemen entsprechen in etwa ihrem Mitgliedsbeitrag. Das habe ich dir gerade gesagt, ungefähr 50 bis 60 Euro bei diesen 20 Songs. Ab zwei Konzerten, siehst du schon, wird es hier grün, mit ihrem Profil lohnt sich eine GEMA-Mitgliedschaft. Stell hier also einfach mal ein bisschen ein, was bei dir der Fall ist, wenn du jetzt keine Live-Auftritte hast und nur Streaming, dann siehst du hier schon, dass es eine Zeit lang dauert, bis es sich lohnt. Zum Beispiel hier ab, schauen wir mal, ab 45.000 Streams hast du ungefähr den Mitgliedsbeitrag und wenn das Ganze dann entsprechend höher wird, ab über 60.000 Streams machst du damit dann auch wirklich Geld. Sagen wir jetzt also mal als Beispiel, du hast 30.000 Streams im Jahr, du spielst 5 Konzerte, hast, weiß ich nicht, 50 Minuten Radiospielzeit, keine CDs, keine TV-Spielzeit, dann siehst du hier schon, das lohnt sich auf jeden Fall für dich. Wenn du dir jetzt also eine eigene Meinung gebildet hast, deine ganzen Fragen beantwortet wurden etc. und du Mitglied werden willst, dann klickst du hier einfach auf Jetzt Mitglied werden und dann wirst du runtergescrollt zu dem Antrag. Der ist, glaube ich, ziemlich selbsterklärend. Ich möchte nur so ein paar Punkte hervorheben. Wir füllen den jetzt einfach mal gemeinsam als Beispiel für mich aus und ich erkläre dir, was du hier machen musst. Anrede hier ist, glaube ich, selbsterklärend. Titel, wenn du hast, kannst du das natürlich machen. Musst du nicht. Nachname, Vorname ist auch selbsterklärend. Ich mache das jetzt, wie gesagt, einfach mal für mich. Hier ist jetzt ein Punkt wichtig. Du siehst es hier oben eventuell, das ist jetzt aber ziemlich ausgegraut und klein, wie im Personalausweis vermerkt. Das heißt, wenn in deinem Perso zum Beispiel zwei Vornamen stehen, dann müssen die hier auch wirklich eingetragen werden. Du hast aber jetzt hier drunter folgenden Punkt. Ich möchte meine Werke nicht mit allen im Personalausweis vermerkten Namen anmelden. Wenn ich jetzt also zum Beispiel drei Vornamen hätte, dann könnte ich jetzt hier draufklicken und trotzdem sagen, hey, ich möchte das Ganze nur unter Jannik Reutmeier machen. Dann kannst du das hier nochmal eingeben und fertig.
Da ich keinen zweiten Vornamen habe, klicke ich das jetzt nochmal weg und wir kommen zum Punkt Pseudonym. Hier ist wirklich wichtig zu wissen, du kannst dir das auch hier bei Was ist ein Pseudonym nochmal durchlesen, das ist kein Künstler, Interpreten, Projekt oder Bandname. Wenn du also einen Künstlernamen hast, dann ist das kein Pseudonym. Du musst dich hier wirklich mit deinem persönlichen Namen anmelden. Es gibt aber ja die Möglichkeit, dass du einen Künstlernamen in deinem Perso eintragen lässt. Dann kannst du das hier verwenden, aber wie gesagt, wichtig, das ist nicht dein Künstlername. Wenn du dir hier unsicher bist, was du dort verwenden kannst, dann frag lieber vorab bei der GEMA nochmal nach. Ich lasse es hier jetzt einfach erstmal frei und wir gehen weiter zu den nächsten Daten. Weitere persönliche Daten, Geburtsdatum, Geburtsort, Geburtsland, Nationalität, glaube ich auch selbsterklärend. Dann die Frage, betreut bereits eine andere Gesellschaft oder Einrichtung ihre Musiknutzungsrechte? Die AKM zum Beispiel in Österreich, die Sweezer in der Schweiz, ASCAP ist in den USA etc. Da gibt es quasi in verschiedensten Ländern äquivalent zu GEMA entsprechende Verwertungsgesellschaften. Falls du schon bei einer anderen Verwertungsgesellschaft gemeldet bist, dann müsstest du das hier jetzt einfach angeben. Im Normalfall nein, wenn ja, dann könntest du hier draufklicken und müsstest hier entsprechend den Namen der Verwertungsgesellschaft angeben. Dann geht's weiter hier mit Adresse und Kommunikationsdaten. Da klickst du einfach drauf, füllst auch das aus, Straße, Hausnummer, Postleitzahl etc. Das glaube ich brauche ich dir auch nicht zeigen. Wichtig ist hier noch die Korrespondenz-E-Mail und du siehst dahinter schon identisch mit Login-E-Mail für Online-Services. Du kannst nämlich zum Beispiel deine Werke online anmelden. Du kannst sogenannte Musikfolgen online einreichen, wenn du live gespielt hast. Du kannst natürlich deine Kontoauszüge und Abrechnungen überprüfen etc. Das alles läuft über die GEMA Online-Services. Hier solltest du also wirklich auch eine E-Mail angeben, die nur du privat nutzt und jetzt nicht zum Beispiel eine allgemeine Band-E-Mail-Adresse. Wie gesagt, im Falle einer Band haben alle, die an den Songs mitwirken, eigene GEMA-Mitgliedschaften. Du musst hier also wirklich deine persönliche E-Mail-Adresse angeben. Hier darunter hast du theoretisch noch die Möglichkeit, Website, YouTube, Spotify etc. als Links anzugeben. Musst du nicht machen, kannst du machen. Als letzten Bereich haben wir hier jetzt noch Kontoinformationen für die Auszahlung ihrer Gutschriften. Da klickst du auch nochmal drauf und dann gibst du hier einfach noch deine Kontoinformationen an, dass du auch entsprechend Geld von der GEMA bekommen kannst. Hier sind sie Kontoinhaber, ja. Dann hier darunter deine Bankverbindung, ist dein Konto innerhalb Deutschlands oder woanders. Ich mache jetzt mal innerhalb Deutschlands. Dann gibst du hier IBAN etc. einfach an und auch noch, wo dein steuerlicher Wohnsitz ist. Und zum Schluss hast du hier jetzt noch zwei Checkboxen zum Bestätigen und dann kannst du unten hier auf Jetzt Mitgliedschaft beantragen klicken. Dann geht das bei der GEMA ein, wird geprüft, du musst entsprechend deinen Mitgliedsbeitrag und eventuell diese Aufnahmegebühr zahlen und dann hat sich die Sache. Wichtig hier zu wissen, das kann eine Zeit lang dauern. Mach dir da also keinen Kopf, wenn das nach ein paar Wochen noch nicht zurück ist. Gegebenenfalls kannst du irgendwann mal nachfragen, aber in der Regel geht das nicht allzu schnell. Du musst hier also wirklich eine Zeit lang warten. Das wär's aber dann im Prinzip. Du füllst diesen Antrag aus, bekommst dann irgendwann Rückmeldung von der GEMA und fertig. Dann bist du GEMA-Mitglied, kannst diese ganzen Vorteile, die ich dir vorhin genannt habe, nutzen und die GEMA treibt für dich das Geld ein, was dir als Urheberin oder Urheber auch wirklich zusteht. Jetzt weißt du, wie du dich bei der GEMA als Urheber oder Urheberin anmelden kannst. War doch ganz einfach, oder? Mach dir einfach mal Gedanken dazu, bilde dir deine eigene Meinung und überleg, ob sich das für dich aktuell schon lohnt. Wie gesagt, die Gebühr hast du in der Regel relativ schnell wieder drin und vielleicht lässt du auch schon jetzt sehr viel Geld auf der Straße liegen. Mit diesem Thema solltest du dich also unbedingt mal beschäftigen. Solltest du weitere Fragen zu diesem Thema haben, dann schreib sie gerne mal unten in die Kommentare und ich versuche sie so schnell wie möglich zu beantworten. Demnächst kommt auch noch ein Video zur GEMA-Werkanmeldung, also wie du deine Songs dann als GEMA-Mitglied bei der GEMA anmeldest. Das ist nämlich essentiell, dass du dann natürlich auch Geld von der GEMA bekommst und sie deine Urheberrechte wahrnehmen können. So viel aber jetzt erstmal für heute. Schreib mir sehr gerne mal deine Meinung in die Kommentare und mich würde natürlich auch interessieren, ob du schon GEMA-Mitglied bist, was du darüber denkst oder ob du es werden möchtest. Schreib es mir also gerne mal in die Kommentare. Ich freue mich sehr auf dein Feedback. Das war's jetzt aber erstmal wieder für heute. Wie gesagt, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass sehr, sehr gerne ein Like da und falls du es noch nicht getan hast, dann auch unbedingt ein Abo. Jetzt aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Deine Musik hat's verdient, gehört zu werden.